Ein Himmelfahrtskommando auf dem Weg zur Arbeit. An Bord Smokejumper, fallschirmspringende Feuerwehrleute. Man hat eigentlich dreifache Angst. Angst vor dem Sprung aus dem Flugzeug, der Landung und dem Feuer, das bekämpft werden muss. Es ist ein dreifacher Adrenalinschub. Wir sind einfach sehr schnell. In den USA sind wir die schnellsten am Brandherd. Schneller noch als mit einem Hubschrauber. Anflug auf das Einsatzgebiet. Eine Propellermaschine hat eine Smokejumper-Einheit am Rande eines Brandes abgesetzt. Ohne Wasser, nur mit Hilfe von Kettensägen, Äxten und Stöcken wird das Feuer bekämpft. Normalerweise gehen wir wie folgt vor. Einer von uns hat eine Kettensäge. Er ist immer an der Spitze und geht um das Feuer herum. Er schneidet Schneisen und Stämme. Wenn ein Baum viele Äste hat, sägt er ihn um und entfernt die Äste. Alle anderen folgen ihm. Der Job ist Handarbeit. Ziel ist nicht, das Feuer zu löschen, sondern seine Ausbreitung zu verhindern. Ein oft tagelanger Kampf. Obwohl der Job eigentlich relativ sicher ist, gehe ich vor jedem Sprung nochmal alles durch. Wie ist es, wenn man nahe ans Feuer springt? Es ist ein tolles Gefühl, weil je näher man an ein Feuer heranspringt, umso weniger muss man danach laufen. Wenn man 1-2 Stunden Fußmarsch vom Feuer entfernt landet, geht mir das ziemlich auf die Nerven. In der Luft hat man noch den Überblick, kann sich gut orientieren und die Gegend erkunden. Auf dem Boden geht das nicht mehr. In der Luft ist das einfach, auf dem Boden wird es hart. Doch auch die Landung mit dem Fallschirm ist ein kritischer Moment. Springeranzüge aus Kevlar sollen die Verletzungsgefahr verringern. Doch zuerst muss oft stundenlang in das Einsatzgebiet geflogen werden. Das Flugzeug der Smokejumper von Silver City, eine DC-3, Baujahr 1944. Vorteil des fliegenden Oldtimers, er kann seine Geschwindigkeit stark verringern und damit die Springer zielgenau absetzen. Da unten ist euer Landepunkt. Fertig machen und los. Absprung aus 1500 Metern. Statistisch gesehen ist der Fallschirmflug der sicherste Teil des Jobs. In Bäumen zu landen und dann abzustürzen ist der gefährlichste. Unten angekommen wird sofort der Einsatz geplant. Wir werden versuchen, das Feuer hier zu stoppen, bis wir Verstärkung bekommen. Mehr können wir gerade nicht tun. Wir versuchen, diesen Weg hier zu halten und die Verstärkung kann morgen helfen. So, dann lasst uns loslegen. Bob, fang doch einfach mal da unten mit der Kettensäge an. Dann beginnt für die Smokejumper die eigentliche Arbeit. Schneisen sollen das Überspringen der Flammen auf bisher verschonte Waldgebiete verhindern. Löschflugzeuge unterstützen aus der Luft. Doch wenn der Wind dreht, wird die Arbeit schnell lebensgefährlich. 400 Smokejumper gibt es in den USA. Alle haben sich freiwillig gemeldet. Sie sind die Elite der amerikanischen Feuerwehr.